Der Bundestagswahlkampf läuft und viel Zeit zum Überzeugen der Wähler bleibt den Parteien nicht. Deshalb erhielten Mitglieder des SPD-Landesverbandes Sachsen-Anhalt gestern hochkarätige Unterstützung. Sofort wurde deutlich, Franz Müntefering war gekommen, um zu motivieren und zu überzeugen. Ein gutes Stück Vertrauen haben wir noch, aber da kann noch was dazukommen. Es sind zwei Dinge ganz wichtig. Der Kanzler, der kann das, das wissen die Leute. Und natürlich auch die Inhalte unseres Programms. Das muss man gerade in neuen Ländern deutlich machen. Das, was wir da drinstehen haben, dass die Investitionszulage sicher bleibt über 2006 hinaus, dass das Arbeitslosengeld 2 angehoben wird auf 345 Euro, dass der Stadtumbau Ost weitergeht, der Solidarpakt steht. Das ist schon ein großer Unterschied zu dem, was Frau Merkel vorschlägt, nämlich die Pendlerpauschale zu kürzen, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Das sind alles Dinge, die die Menschen in den neuen Ländern ganz besonders negativ betroffen machen. Und da wird man, das wird man auf den Tisch legen, offen debattieren und da wird man sehen, man kann da noch was gewinnen. Glaubt man den neuesten Hochrechnungen, so gewinnt die SPD momentan wieder bundesweit an Wählerstimmen. Und in dieser Tendenz, so wird heute unter anderem auch in der Zeitschrift Die Welt berichtet, ist die neueste Krise der CDU, die die Äußerungen von Brandenburgs Innenminister Schönbohm ausgelöst haben, gar nicht berücksichtigt. Also sieht momentan alles nach etwas stärkerem Rückenwind für die SPD aus. Auch beim gestrigen Besuch von Franz Müntefering in Magdeburg konnte man durchaus diesen Eindruck bekommen. Gewohnt eloquent legte Müntefering Pläne und Vorhaben der Partei dar und hob hervor, was die derzeitige Regierung erreicht hat. Die Linie ist klar. Die Partei setzt auf soziale Gerechtigkeit. Das wurde vor allem deutlich, als der Fraktionsvorsitzende über Bildungschancen für jedermann sprach, egal aus welchen Verhältnissen er kommt. Erneut sprach sich Müntefering gegen Studiengebühren aus. Das Streben der SPD, so Müntefering, gelte dem Aufbau eines Sozialstaates, in dem die Starken die Schwachen und die Gesunden die Kranken unterstützen müssten. Mit Kritik an CDU, FDP und der neu gegründeten Linkspartei sparte Müntefering nicht. Am Ende seiner Rede wurde minutenlang Beifall gespendet. Der Fraktionsvorsitzende wirkte geradlinig. Dass aber viele enttäuschte Bürger, gerade auch in Sachsen-Anhalt, sich noch von der SPD überzeugen lassen, muss bezweifelt werden. Dazu bedarf es sicherlich Taten und ob die SPD dazu noch einmal eine Chance bekommt, bleibt fraglich.